Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder zurück im FM. Ich habe jetzt eine ganze Zeit nicht mehr aufgenommen, also müsste es schon so locker anderthalb Wochen her sein. Ich hatte letztes Mal eine relativ lange Session gemacht mit Folge nach Folge, damit ich ein bisschen Content für euch produzieren kann. Jetzt bin ich wieder zurück am Start, muss mich dementsprechend aber auch wieder ein bisschen reinfinden. Ich erinnere mich aber noch, dass wir den FC Nürnberg auf dem 9. Tabellenplatz übergeben haben. Ich glaube, die Formkurve war eigentlich okay. Wir sind nun, meine ich, im DFB-Pokal rausgeflogen. Jetzt müssen wir noch einmal kurz auf den Terminplan schauen. Richtig, wir hatten gegen den SC Freiburg und den VfB gewonnen. Den FCA, ja, da haben uns leider die Glücksgötter im Stich gelassen. 1:1 im Elfmeterschießen, dann verloren und dann Bayer Leverkusen 0:0. Also alles in allem eine sehr respektabler Run of Form. Und ich würde sagen, diese Folge machen wir alles von Eintracht Frankfurt bis zum FCA in der Bundesliga. Vielleicht können wir ja da dann Rache nehmen. So, zum Reinkommen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir direkt mal ins erste Spiel reingehen. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir wirklich hier mit Can Uzun und Lauritzen und Mörstedt so als Dreiersturm gespielt haben, aber anscheinend ja schon. Die Frage ist nur so ein bisschen, was da mit unseren Zehnern passiert. Gut, die können wir ja natürlich einwechseln. Als nächstes geht's, wie gesagt, gegen Eintracht Frankfurt. Ich habe auch schon bis dahin simuliert. Jekyll immer noch verletzt und Lawrence immer noch verletzt. 2 bis 5 Wochen. Jekyll ist noch wie lange raus? 4 Tage. Das heißt, der kommt zumindest wieder. Aber es scheint so, als hätten sich unsere 3 IVs hier auch eigentlich ziemlich gut eingespielt bis jetzt. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es gerade steht. Wir hatten ja so ein bisschen gehofft, ob wir in Richtung Europa diese Saison kommen können. Wäre natürlich sehr nice, wenn wir hier den 7. Tabellenplatz klar machen können, aber das schauen wir dann alles bei Zeit mal. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal rein gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ich weiß nicht mehr so richtig. Ich meine, wir hatten ausgewogen Standard-Standard eigentlich als Standard am Anfang drin gehabt. Versuchen auf höheres Pressing zu gehen und die Abschläge auf den Zielspieler zu machen. Ganz ehrlich, wir probieren das einfach mal so. Wen nehmen wir alles mit? Yates, Barclay, Brown, Gulen. Das sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Muslia müssen wir halt nochmal gucken, ob wir dem wirklich nochmal einen neuen Vertrag anbieten oder wie wir das Ganze jetzt dann vorne auf der 10 machen. Fode Fofana, der hat wirklich auch noch gar nicht richtig stattgefunden. Das tut ein bisschen weh, aber das liegt halt auch ein bisschen daran, dass der Rest halt einfach gut im Spiel war. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein gegen die SGE und schauen, was so geht. So, auf geht's, ab geht's. Die spielen in einer... Oh, die haben Balik Wischer vorne, der war ja auch mal auf unserer Liste. Spiel mit einer Fünferkette. Wie gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich muss mich jetzt erst wieder ein bisschen reinfinden. Wir starten rein mit einer Ecke von Dardai. Die findet Pacho. Dagba nimmt den aber runter. Vielleicht doch unser Highlight. Nee, Dagba vertändelt ihn. Dina Ebimbe über außen. Lauritzen. Na, okay. Doch unser Ball. Schönes Ding. Dagba jetzt vertändelt ihn nicht schon wieder. Sehr schön gespielt. Gomez. Über außen. Immer noch Gomez. Bleibt hängen. Junge, was ist das hier für ein langes Highlight? Gomez mit der First-Time-Flanke auf Mörstedt. Und der geht an die Latte, nicht schlecht. Ballbesitzmäßig sind wir um die 60% gerade unterwegs. Das ist eigentlich sehr, sehr nice. Also unsere Kontrolle scheint gut zu funktionieren. Die Eintracht macht nach vorne relativ wenig. Max Mörstedt schon auf einer 7,0. Held schwenkt den Ball ab, das ist schön. Da ist auch wieder Jelch McNally. Also unsere 3er-IV hat sich eigentlich echt ganz gut gefunden. Auch Lascelles hat nochmal so einen kleinen Aufschwung erlebt mit seinen zarten 34, ist er 33? Müsste 33 sein. Ich meine mich aber zu erinnern, in der letzten Folge war zum Beispiel unser Mittelfeld nicht so richtig gut unterwegs. Jelch auf Dagba, das müsste kein Abseits sein. Dagba, Uzun. Immer noch Uzun, Uzun findet Lauritzen. Let's go. Schön. Der Dreiersturm schlägt wieder zu. Sehr, sehr geil. Schön gespielt. Uzun mit der Vorlage. Mörstedt zieht in der Mitte 2 Gegner auf sich. Ja, seht ihr, macht er den Schritt raus und macht damit den Weg frei für Tobias Lauritzen. Schön gespielt. Sehr, sehr schön gespielt. Loben wir mal das Team. Gomez mit der Ecke. Gomez, der findet Mörstedt. Let's go. Oh Mann, ey, der Dreiersturm. Sehr, sehr stark. Stabil gemacht. Aber es ist krass, anscheinend gut, weil Mörschel einfach höher steigen kann, ne? Weil er eine höhere Sprunghöhe hat. Ist der, der die Option am ersten Pfosten gibt, direkt das Kickoff-Highlight. Das sehe ich nicht so gerne. Weil das heißt meistens, dass es direkt das Tor wieder auf der anderen Seite gibt. Aber wir führen ja 2-0. Oh, ganz langer Ball zurück zu Trapp. Neuer Aufbau über Dardai, Vandenberg, dem auch eine wilde IV. Pacho scheint nicht mehr am Start zu sein. Ich
Wieder ein extrem langes Highlight. Mürstedt. Jetzt pressen wir mal eine Runde, aber nicht genug, dass wir den Spielaufbau wirklich ernsthaft stören könnten. Jetzt geht's mal schnell. McNally mit dem Positioning-Fehler. Und Balikwisha vorbei an Korva. Maybe abseits gewesen. Ich glaube aber eigentlich nicht. Boabek hat Glück gehabt. Abseits anscheinend. Schauen wir nochmal kurz drauf. Also die Animation, das sah so ein bisschen aus. Ja, ist doch, ist deutlich abseits. Animation sah so ein bisschen aus, als wäre Korva einfach umrundet worden. Deswegen kann er da wahrscheinlich wenig zu machen. Ich sage trotzdem mal Lob. Also ich finde, wir spielen sehr, sehr gut. Gomez mit dem Freistoß. Gomez an den zweiten Pfosten. Und da ist Lascelles. Der Stark könnte abseits gewesen sein. Schiri fasst sich schon wieder ans Headset, sehe ich gerade. Aber wüsste ich eigentlich nicht wie. Also es sah nicht nach abseits aus. Gucken wir noch einmal drauf. Tor gegeben. 3-0, Leute. Wir führen 3-0 in der ersten Halbzeit. Ja, Lascelles hat sich da gut durchgesetzt am zweiten Pfosten. Aber den, sorry, den muss Kevin Trapp tatsächlich auch haben, wenn man da ganz ehrlich ist. Gomez, zweiter Assist. Schön gemacht an dieser Stelle. Und damit sollte das Spiel eigentlich auch durch sein. Es sei denn, wir brechen jetzt komplett ein in Hälfte 2. Aber das hoffe ich natürlich nicht. Deswegen gehen wir in die Kabine. Ich bin zufrieden, sag ich mal. Und dann werden wir, glaube ich, ab der 60. ordentlich mal durchrotieren, damit der ein oder andere auch noch Spielzeit bekommt. Can Uzun geht nochmal nach vorne. Lascelles, McNally. Zu Dagba, Jelch, McNally. Astrop, Uzun. Auch jetzt auf Mørstedt, Mørstedt. 4-0. Auch der könnte wieder knapp abseits gewesen sein. Aber egal, ob es das ist oder nicht, das ist einfach wundervoll herausgespielt, wirklich. Also, Tor gegeben. Ich komme zurück und wir gewinnen 4-0. Woher die Kraft, Leute? Woher die Kraft? So, die 60. Ich glaube, was wir machen ist, wir werden Ferninho mal bringen für Mørstedt. Der hat ja seine zwei Türchen gemacht. Ansonsten Hüseyin Bašić, den wir wieder fit bekommen müssen. Ich gucke gerade so ein bisschen, wer nicht matchfit ist. Wir bringen mal Gürlein für Lascelles auch. Uzun spielt auch ein gutes Spiel. Und die letzten beiden Wechsel werden wahrscheinlich dann Barkley und Brown sein. Oder Muslia nochmal eine Runde. Aber damit warten wir, glaube ich, noch ein bisschen. Ich will ja auch nicht, falls sich jetzt noch jemand verletzt. Ich glaube, Lauritzen lassen wir mal drauf. Er kann mal das ganze Spiel durchspielen. Das ist ja eigentlich auch gut gemacht. Und dann ab der 80. werden wir nochmal wechseln. Oder Gomez mit der Ecke. Kriegt den Rebound. Flanke Nummer 2. Nee, er findet Hüseyin Bašić. McNally. Dagba. Oh mein Gott. In den Winkel geschweißt. Wir spielen uns hier richtig in den Rausch. Was geht denn ab? Sehr, sehr stark gemacht. Oh mein Gott. Also das ist eins der besten Spiele, die wir je in dieser Karriere hatten. Wirklich. Dagba. Wundervoll. Gar keine Chance für Kevin Trapp. Oben links in den Knick. Ich würde auch sagen, dann wird es nochmal Zeit für ein paar Wechsel. Wir nehmen Uzun mal runter für Muslia. Kann der eigentlich auch die hängende Spitze spielen? Dann machen wir ihn einfach zum Shadow Striker hier. Und dann bringen wir noch Nathaniel Brown für Gomez, der es auch gut gemacht hat. Vielleicht sogar Spieler des Spiels gewesen. 2 Assists. Leute, was geht denn ab? Nächstes Highlight, Brown. Brown mit der Flanke. Flick, Hüseyin Bašić. Was für eine dominante Performance, Leute. Oh, jetzt Gürlein mit dem Fehlpass. Ich würde ganz gern zu 0 spielen. Schön gemacht von Brown. Also das ist mir auch wichtiger, als jetzt noch ein Tor zu erzielen. Zlia. Der Pass war nicht gut. Aber Jelch hat wieder aufgepasst. Jelch auf Dagba. Dagba auch mit einem guten Spiel. Dagba, Flanke vielleicht. Ja, findet Lauritz. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und wieder pfeift der Schiedsrichter abseits. Und wieder glaube ich eigentlich nicht, dass es abseits war. VAR checkt das Ganze nochmal. Alter Schwede. Tor gegeben, 6-0. 6-0 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und die waren ja in der Tabelle jetzt auch nicht komplett schlimm da, oder? Brown mit der Ecke. Brown. Lauritzen. 7-0. Alter. Was geht ab? Die XG sprechen überhaupt nicht diese Sprache, ne? Jetzt sehen wir es gerade nicht, aber wir haben safe erst über so 2 XG nur oder so.
1,6xG, Leute. 1,6xG und das Spiel geht 7:0 aus. Eieieiei. Also ich weiß nicht, wer Trainer war bei Frankfurt. Jetzt ist das wahrscheinlich nicht mehr. Guck mal, die waren eigentlich fast punktgleich mit uns. Wir hatten 14, die 12. Lauritzen brillant, Dreierpack von ihm. Also scheint, als hätte dieser Dreiersturm vorne echt eine glühende Zukunft vor sich. Sehr, sehr geil, Leute. Sehr, sehr geil. Lauritzen mit einer 10,0. Stefan Leitl, Trainer bei Eintracht Frankfurt, enttäuscht über heftige Niederlage. Ja, fair. Nürnberg 5 Spiele in Folge ungeschlagen. Junge, vor allen Dingen haben wir auch unser Torverhältnis damit ordentlich aufpoliert. Waren vorher bei minus 1, jetzt sind wir bei 6 gewählt. Schaut euch das mal an, oh mein Gott. Einfach alle. Einfach alle. Auch Kor war, keine Ahnung warum. Der hat doch nicht einen Schuss aufs Tor bekommen, oder? Also. Und dann geht's, wie gesagt, gegen Borussia Dortmund. Die letzten 4 Spiele gegen die haben wir alle verloren. Gürlein war kurzzeitig verletzt. Er ist wieder fit. Frederik Jäkel dürfte 45 Minuten spielen, wenn er wollen würde. Und für uns ist es ein Spiel, was ja schon in Richtung Europa geht, wenn man ehrlich ist. Dortmund aktuell auf der 4, wie auf der 6. Trotzdem noch eine gewisse Anzahl an Punkten dazwischen. Ich glaube 4 oder 5 waren die mit Abstand. Aber ich glaube, wir bleiben bei unserem kleinen Dreiersturm. Finde ich eigentlich ganz geil mit Zielspieler Lauritzen links, hängende Spitze Uso und der hier immer versucht nach unten abzukappen und dir so eine Art Zehner zu geben, dann die Flügelverteidiger, das klappt eigentlich ganz gut. Ich würde da eigentlich auch kaum was verändern, ehrlich gesagt. Warum halt auch? Auch Flick und Kastrup haben es im letzten Spiel eigentlich ganz gut gemacht. Die werden wir jetzt erstmal drinnen lassen. Ansonsten, die Frage ist, ob wir nochmal, ich glaube, wir nehmen mal Foto Fofana zumindest mit, dass wir ihm auch nochmal ein bisschen Spielzeit geben können. Astaf Rangs ebenfalls, finde ich, eine Option. Bei dem ist ja auch noch die Frage, wollen wir den denn fest verpflichten? Haben wir eine Kaufoption? Ich meine, wir hatten eine Kaufoption, oder? Von 7 Millionen Euro. Ja, weiß ich jetzt noch nicht. Das kommt so ein bisschen auf den Rest der Saison an, weil er hat mir schon in-game ganz gut gefallen. Aber wir müssen mal schauen, wie wir das dann machen können. Ansonsten würde ich an der Taktik einfach gar nichts verändern. Warum sollen wir auch was verändern? Das hat ja super geklappt. Natürlich ist Dortmund ein anderes Team. Wir können auch gucken, die spielen. Obwohl, die spielen dieselbe Formation. Am Adeyemi vorne malen. Brand. Ich glaube, wir lassen wirklich einfach alles 1:1 so. Bei Ross Barkley haben wir da eigentlich auch eine Option. Wir haben eine Option auf Vertragsverlängerung, ne? Sein Vertrag endet aber im Sommer, genau. Ich glaube, dann würde ich fast auch anstatt für ihn nochmal Ryan Yates mitnehmen, oder? Obwohl, im Mittelfeld brauchen wir ja auch nur 2 Leute. Wir lassen es einfach mal so. Wir gehen rein zum Spiel. Ich erwarte jetzt hier trotzdem nicht einen Sieg, nur weil wir gut in Form sind. Aber wäre natürlich schön, wenn wir das Momentum so ein bisschen mitnehmen können. Wir gehen trotzdem nicht super aggressiv ins Spiel rein, sondern wir lassen uns einfach mal überraschen. 5-2-3 gegen 5-2-3. Gucken wir mal rein, welche der beiden Formationen prevailen wird. Ich wäre auch mit dem Unentschieden zufrieden. Wir spielen allerdings auch zu Hause. Das ist auch für uns nicht schlecht. Haben aktuell 50% Ballbesitz. Das ist nice. Blick anscheinend auch schon eine gute Aktion gemacht. Ist auf einer 7,0 aktuell. Ey, wir müssen, glaube ich, die Welle so lange reiten, wie wir können. Ne? Jetzt passiert ja aber erstmal gar nichts. Wenn wir wirklich nach Europa wollen. Ey, die haben Graberer im Tor. Finde ich eigentlich auch ganz geil. Tim Breithaupt im Mittelfeld, Angelinho links. Gut, der war, glaube ich, auch letzte Saison schon da. Wir verlieren langsam ein bisschen den Ball, aber zur Halbzeit steht es 0:0. Und ich sag mal, ihr macht das gut, weil Dortmund ist immer ein sehr, sehr gutes Team. Ermutigen nochmal das Team und dann schauen wir mal, was passiert. Highlight für uns eventuell. Dagba mit dem Einwurf zu Flick, zurück zu Dagba, der easy vorbei an Sabitzer und der findet Mörstedt. Schönes Ding. Ey, Max Mörstedt, Junge. Das ist wirklich die Entdeckung der Saison. Sehr, sehr stark gemacht. Sehr, sehr, sehr stark gemacht. Schönes Ding. Wir gucken nochmal drauf. Flick auf Dagba, der dann easy vorbei an Sabitzer. First-Time-Flanke und Mörschel aus extrem spitzem Winkel vorbei an Graberer. Super. Es ist so schön, dass ich jetzt auch mal vollen Lobes sein kann fürs Team. Ne? Es ist kein Problem. Ist kein Problem. So, jetzt aber der BVB über Marius Wolf vorbei an Lascelles findet in der Mitte Jeltsch. Der klärt vor die Füße von Sabitzer. Angelinho nochmal raus. Aber wir stehen eigentlich gut. Und Mörschett holt sich den. Schade, dass er ihn direkt wieder verliert. Da rücken wir jetzt mal raus. Lascelles schön rausgezogen. Das war super gespielt von Dortmund. Sehr, sehr stark gemacht. Daniel Mahlen 1-1. Ja. Da sehen wir halt dann, dass die höheren Pressinglinien und das intensive Pressing dann manchmal seinen Tribut fordert, ne? Also Lascelles wird hier aus der Kette von Breithaupt schön rausgezogen, geht dann jetzt zurück und in dem Moment, weil Gomez nicht auch das beste Stellungsspiel hat und die Deckung sowieso nicht, entwischt ihm da Daniel Mahlen. Das ist halt das Problem, wenn wir halt gegen Mannschaften spielen, die eine gewisse Qualität haben, wie das der BVB tut. Nächstes Highlight auf schwarz-gelber Seite. Mörstedt holt sich den aber schön. Lauritzen, stark.
Astrop zu Flick. Flick. Eigentlich ein richtig gutes Spiel von ihm bis hierhin. Elch ein bisschen weit weg gegen Brandt. Sabitzer, Adeyemi, Breithaupt. 2-1. Schade. Ich glaube, wir schauen uns das Ganze jetzt noch 5 bis 10 Minuten an und dann werden wir mal ein bisschen wechseln. Ich glaube, wir gehen auf jeden Fall mal auf Offensiver. Ich glaube, wir bringen auf jeden Fall mal Jekyll. Der darf ja 45 Minuten spielen für McNally, der auch schon gelb gesehen hat. Lauritzen ist aktuell nicht so richtig gut drauf. Wir machen mal Fofana als hängende Spitze und Uzun hier als offensiven Mittelfeldspieler. Weil wir hatten ja gesagt, wir geben Fofana die Chance und bringen für Flick mal Asta Wrangs, der den Fehler vom 1-0 gemacht hat. Aber noch ist Flick auf dem Platz und es gibt das Highlight vom Florian. Vielleicht lasse ich dich dann drauf, wenn du jetzt was Gutes machst und nimm Kastrop raus. Florian auf Max Mörstedt. Kastrop. Kastrop nimmt Mörstedt mit. Kein Abseits. Alter, der macht jeden Ball rein, ne? Das ist geisteskrank. Der Mann ist durch, der Ball ist drin. Every time. Every time. Was ein Tor. Schön herausgespielt. 2-2, alles wieder offen. Ich glaube, wir packen trotzdem Asta Wrangs rein. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Mörstedt wieder mit einem Doppelpack. Auf jeden Fall Stürmer Nummer 1 bei uns. 100%. Ich glaube, ich würde auch nochmal Can Uzun rausnehmen und bringe für ihn mal Ross Barkley und Hüseyin Basic für Astrop. Müssen auch Batei nochmal eine Runde spielen lassen. Dortmund baut von hinten auf. Sind natürlich jetzt auch ein bisschen asymmetrisch unterwegs. Das heißt, wenn wir vorne draufpressen, dann gibt es ab und an eine Lücke. Ja, Adeyemi zieht wieder Jekyll raus. Aber Jekyll ist back. Dagbar zu Brandt. Jelch ist da. Schön gehalten. Sabitzer. Eigentlich gut verteidigt bis hierhin. So ein Unentschieden gegen Dortmund wäre big für uns, ne? Vor allem, wir geben Dortmund keine Punkte. Aber da ist Breithaupt. Das müsste Abseits sein. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Abseits war. Adeyemi macht das stark. Viertes Saisontor für ihn erst, obwohl wir schon Dezember haben. Ich glaube, es ist Abseits. Könnte auch sein, dass es knapp Onside war. Es war Onside. Achso, wurde gar nicht nach Abseits. Warum kam da jetzt keine Linie? Okay. Heißt, wir gehen nochmal offensiver. Geht hier nochmal was. Ross Barkley mit dem Freistoß. Sieht Fofana. Ganz wilde Variante. Fand ich aber ganz geil, dass er nicht direkt geschossen hat, weil die führen meistens zu nichts. Also, wir können hier durchaus was mitnehmen in dem Spiel. So von den XG her sind wir nicht die schlechtere Mannschaft. Wir hatten mehr Schüsse aufs Tor. Barkley nochmal mit dem Freistoß. Macht er den wieder kurz? Ne, diesmal macht er ihn direkt. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, viel mehr offensiver können wir nicht unbedingt machen. Ne, wir sind eigentlich so offensiv, wie es geht. Ey, ich bin trotzdem relativ zufrieden, gegen eins der besten Teams der Bundesliga so ein gutes Spiel abzuliefern. Hat am Ende natürlich nicht sollen sein, den Punkt hätten wir durchaus mitnehmen können. Wir haben es dann in der zweiten Halbzeit leider so ein bisschen verhauen, wo wir Dortmund immer mehr haben ins Spiel kommen lassen. Hier die eine Szene, der Freistoß, der kurz ausgeführt wurde, haben wir leider nicht reingemacht. Spieler des Spiels ist trotzdem Mörstedt geworden mit 2 Toren. Ich sag mal, ich bin stolz auf den Einsatz, weil wir müssen jetzt nicht erwarten, wenn wir hier um Europa kämpfen, dass wir hier easy gegen Dortmund zu Pötte kommen, weil die sind halt auch in Range zum Meisterschaftskampf. Aber wir bleiben hier in dieser Riege Teams von 5 bis 10. Da will ich mich auch eigentlich sehen. Konte erfreut von Comeback. Das, ja, das tut mir ein bisschen weh, Konte. Dann steht das nächste Spiel vor der Tür gegen Mainz 05. Da werden wir auf jeden Fall zumindest ein paar Veränderungen vornehmen. Unter anderem Ryan Yates hat gemeckert, dass er nicht mehr so viel spielt. Das ist durchaus okay, den auch mal wieder von Anfang an spielen zu lassen. Der hat es eigentlich auch immer gut gemacht. Ich würde gerne Batei mal wieder spielen lassen. Vorne ist auch die Frage, ob wir nicht Fernino mal von Anfang an spielen lassen wollen, weil der hat sehr, sehr gut trainiert. 9,0 unter der Woche. Und ich glaube, wenn wir Mörstedt einfach als komplett nach links machen und ihn einfach als Knipser in der Mitte oder als Pressenden vielleicht in der Mitte machen. Nee, vielleicht machen wir ihn als Pressenden an die Seite. Dann geht das auch fit. Ich will jetzt nicht zu viel rotieren. Ja, wir könnten Jekyll nochmal von Anfang an machen, aber unsere Innenverteidigung, die steht ja eigentlich. Lascelles ist ja auch noch Kapitän. Klar, der physisch geht da langsam weiter runter, aber 12 Schnelligkeit ist immer noch voll okay und immer noch sehr, sehr gute Werte hier. 33 Jahre alt, sein Vertrag sollte ja auch im Sommer auslaufen. Danach werden wir ihn, glaube ich, nicht nochmal verlängern. Jelchs Entwicklung geht auch. Also das macht auch wieder sehr, sehr wenig Sinn. Ne? Der ist einer der formstärksten Spieler der Bundesliga. Spielt Stamm mit wie vielen Jahren? 18, 19, 20? Und seine Pfeile gehen nach unten. Was geht eigentlich bei Mörstedt? Seine Pfeile gehen nach oben, zumindest teilweise. Ja, ich würde sagen, allzu viel verändern macht nicht so viel Sinn, deswegen gehen wir auch da einfach mal rein. Tai mit seinen super Flanken findet hoffentlich dann den Max da in der Mitte. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt nicht vielleicht zu viel rotiert haben, weil es nur in Anführungszeichen Mainz 05 ist. Aber die haben auch, ich muss auch, glaube ich, ein bisschen davon wegkommen, die Teams zu bewerten danach, wie gut die aktuell im Real Life sind. Weil das ist ja nicht mehr Mainz 05. Also,
Johnny Burkhardt 4 Jahre später ist wahrscheinlich auch einfach ultra das Biest. Müssen wir mal schauen. Aber ich meine, die letzten Spiele waren eigentlich alle sehr, sehr gut. Warum sollen wir dann irgendwas krass verändern, ne? Außer vielleicht so auf 1, 2 Positionen mal rotieren. Partei mit der Ecke. Da ist Mörstedt und der ist knapp drüber. Ramirez hätte den, glaube ich, nicht mehr bekommen. Generell scheint aber wirklich fast jedes Team Fünfergeräte zu spielen, ne? Also ich meine, wir ja auch, klar. Was mir sehr gut gefällt, ist, wie viel wir den Ball haben, 65%. Kontrollieren das Ganze, aber so offensiv kriegen wir nicht so krass viele auf den Rasen. Auch erst einen Abschluss und zur Halbzeit passiert leider gar nichts. Wenn wir nicht schießen, werden wir nicht gewinnen. Ist auch nicht, ob wir mal Konter reinmachen sollen. Ich will eigentlich auch jetzt noch nicht zur Halbzeit wechseln. Bin schon ein Freund davon, wenn man einen Spieler spielen lässt, dass man ihnen auch die Chance gibt, sich zu zeigen, wie zum Beispiel Fernandinho, dass ich den nicht nach 45 rausnehme. Gibt die Ecke für den Gegner? Nee, es ist ein Freistoß von Ajon Ibrahimovic. Der war knapp, aber... Die gehen ja allermeistens nicht rein. Uzun auch nicht so eine richtig gute Partie gemacht bis jetzt auf einer 6,4. Ich glaube, 65. werden wir mal ein bisschen wechseln und noch offensiver gehen. Ich glaube, Nino hat seine Zeit bekommen, hat sie nicht genutzt. Für ihn kommt Lauritzen als Zielspieler hier. Wer spielt sonst noch nicht so gut? Can Uzun halt, ne? Ross Barkley kommt mal für ihn. Wir gehen auf die ursprüngliche Formation. Und Colin Dagba nochmal für Bataille auf rechts. Dagba aktuell einfach der, der deutlich mehr überzeugt hat in den letzten Wochen. 0-0 gegen Mainz auswärts wäre schon ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht ja jetzt. Highlights. Sieht aber aus, als würde das Highlight für die Mainzer geben. Cassie. Immer über die Gomez-Seite, ne? Lascelles gegen Richter. Wir sind da. Uiuiuiuiuiui. Weiß ich nicht, ob das abseits war. Ich glaube ja nicht. Aber der Fehler von McNally. Also klar... ich weiß nicht, Lascelles war es, glaube ich, außen, der Cassie nicht richtig downchased, aber in der Mitte auch die Zuordnung. Katastrophe leider. Gucken wir nochmal drauf. Hier, Gomez kommt nicht hinterher und dann sind wir eigentlich 3 gegen 2 da außen. Und McNally verliert da Johnny Burkhardt aus den Augen. Das ist nicht gut. Bringen mal Jekyll in der Innenverteidigung und Hüseyin Basic für Yates. Kriegen wir nochmal die Chance. Also verlieren in Mainz auswärts nach dem guten Run of Form. Das wäre ein bisschen schade. Gomez, Flick... Findet Ramirez und nicht Mörstedt. Die Flanke war eigentlich nett, aber richtig geil war das nicht. War aber probably auch noch nicht das Highlight, denke ich mal. Kommt, Jungs, gewinnt den Ball. Jekyll, Barkley, nimmt ihn runter. Kein guter Ball von Ross Barkley. Und sich auch nicht wieder. Johnny Burkhardt, das ist das, was ich meinte. Das ist immer viel zu weit weg. Korver tippt den vorbei. Pascal Groß mit der Ecke, mittlerweile bei Mainz 05. Schön geklärt. Jetzt vielleicht der Konter. Hüseyin Basic. Nee, das Highlight, das war es leider schon. Wir sind auf sehr offensiv. Mehr können wir nicht machen. Aber es sieht so aus, als würde das einfach auströpfeln. To be fair, wir haben das auf jeden Fall absolut verdient nicht gewonnen oder nicht mal einen Punkt mitgenommen. Ich bin auch nicht stolz auf den Einsatz. Ich bin einfach nur unzufrieden. Weil Mainz 05 hatte 1,4 XG. Wir hatten auch 0. Das, vor allen Dingen, guckt euch mal die Tabelle an. Das tut richtig weh. Wir hätten mit 20 Punkten jetzt hier oben irgendwo sein können. Stattdessen holen wir Mainz ran zu uns. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Also die Taktik klappt eigentlich ganz gut gegen richtig gute Teams. Aber jetzt gegen Mainz war es nicht so doll, ey. Uzun in 8 Partien noch nicht getroffen, steht hier. Gut, und dann das letzte Spiel der Folge gegen den FC Augsburg. Aktuell residieren die auf Tabellenplatz Nummer 3. Florian Flick hat sich leicht verletzt. Für ihn wird dann wahrscheinlich Jens Kastrop spielen. Wir nehmen dann mal... Lawrence kann auch nicht wieder spielen. Asta Wrangs mit. Obwohl, nee, eigentlich sollte Asta Wrangs ja dann spielen. Und Kastrop dann als Volante, weil Ryan Yates nicht so der beste Balleroberer ist, obwohl doch eigentlich schon, ne? Und dem wollen wir ja, weil ich meine, den haben wir ja und dem wollen wir ja sowieso bessere Spielzeit geben. Ansonsten Colin Dagba auf der rechten Seite, der auch Vereinsinteresse hat. Von wo? Von Frankfurt und dem ersten FC Köln. Bestätigtes Interesse. Aktuell liegt sein Marktwert bei 12 bis 14 Millionen Euro. Ja, stimmt, wir haben auch noch Lino Kasten, ne? Den müssen wir auch noch loswerden. Fällt mir gerade auf, aber das kriegen wir bestimmt hin. Ansonsten Lascelles, McNally, Finjelsch finde ich gut. Ich glaube, Lawrence kann noch nicht wieder spielen. Ja, kann in 5 Tagen wieder ins Training einsteigen. Warum sollten wir das rushen? Ich weiß auch nicht. Ich will schon eigentlich wieder lieber mit Lauritzen spielen als mit Nino. Der hat es halt... so semi-gut gemacht. Nino ist natürlich wieder erste Wahl von der Bank. Lauritzen Zielspieler. Und ansonsten bleiben wir bei der Taktik. Ich weiß nicht, ob die Taktik einfach eher gut ist gegen größere Teams und wir für kleinere Teams einfach nicht genug Druck erzeugen vorne. I don't know. Ryan Yates kann halt seine Rolle nicht, sehe ich gerade. Ne? Vielleicht spielen wir dann doch lieber mit Asta Wrangs und bringen dann Yates von der Bank als Kastrop-Ersatz. Es ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass jeder hier seine Rolle gut kennt, weil ich glaube, davon hängt halt sehr viel ab. Wir gucken mal. Gehen einfach mal rein. Asta Wrangs nicht so viel Spielpraxis. Ansonsten
bleibt das Team relativ gleich. Wäre nice, jetzt zum Abschluss der Folge nochmal einen Dreier mitzunehmen. Starten rein mit einem Highlight auf der Augsburger Seite. Bauer dribbelt an, die haben sich Jordan geholt. Und den hat Gomez, schön erlaufen. Gomez generell so wichtig für uns. Gomez mit der Flanke findet Mörstedt. Schade. Ja, Gomez ist wirklich big. Ist auch sehr, sehr gut, dass wir ihm die Klausel aus dem Vertrag rausgeredet haben. Weil der wäre safe dann für die 15 jetzt im Winter dann irgendwann gegangen. Oh, Franks vertändelt den Ball. Aber McNally ist da. Jelsch wieder Franks. Husun. Alter. Das war wild. Der hat gesehen, dass Finn Dahmen relativ weit vorm Tor stand. Und versucht einfach mal den Lupfer aus was weiß ich wie vielen Metern. Wild gemacht. Nächstes Highlight. Jelsch. Dagba nochmal über außen. Ist schneller als Valentin. Dagba findet Lauritzen. Der springt vorbei. Zweiter Ball bei Gomez. Gomez. Immer noch Gomez. Mit der Flanke. Zweiter Pfosten. Da ist Husun. Schön. Husun trifft mal wieder. Torflaute seit 8 Partien. Denkste. Schön gemacht. Und wieder ist Gomez Vater des Ganzen, ne? Gomez über links, an Arne Engels vorbei. Sieht am zweiten Pfosten, dass Husun relativ unbedrängt da ein... Obwohl, geht er eigentlich, da standen ein paar Leute neben ihm. Schön gespielt. Schön gespielt. Aber es geht direkt weiter, Engels auf der anderen Seite. Mörstedt nimmt den Ball ab von Meier, aber... Der Rebound wieder bei Augsburg. Generell, ne? Also kompletter Stürmer ist eigentlich auch eine geile Rolle, weil, wie der Name sagt... Macht halt ein bisschen was von allem. Ganz, ganz weite Flanke und der geht über die Latte. Presst ein bisschen, ist ein bisschen Zielspieler, ist ein bisschen Knipser. Und Mörstedt kann das halt alles. Ich sehe ja doch jetzt keinen Grund, warum wir von ausgewogen jetzt weggehen sollten, jetzt wo wir vorne sind. Bin ich eigentlich zufrieden mit. Kontrollieren auch eigentlich ganz gut das Spiel, zumindest was ich so gesehen habe. Schöner Ball, Dagba. Boah, Dagba treibt den an, nimmt nochmal Gomez mit. Gomez findet Mörstedt in den... Alter, was ist das für ein Abschluss? Was ist das für ein Abschluss, Leute? War das mit dem Außenriss? Zumindest sah es so aus. Junge, Junge, ist der krass drauf, Alter. Max Mörstedt. Aber wieder Dagba macht sehr, sehr gut. Also Dagba hat sein internes Duell gegen Bataille auf jeden Fall... Es war der Außenriss. Dagba hat sein internes Duell auf jeden Fall gegen Bataille für sich entschieden. Bataille nur noch das Backup und Dagba der... Erste oder die erste Wahl vielmehr. Sehr, sehr schönes Ding. Wir gehen mit einem 2:0 in die Pause. Bin sehr zufrieden. Alle sind glücklich. Das will ich doch sehen. Das Geile ist halt, dass unsere Dreierreihe vorne echt gut zusammen auch spielt. Ne? Gomez auf einer 9,3 links. Tuhumchu findet Meier. Bauer, außen ist viel Platz, aber er sieht nochmal Tuhumchu. Was ein Pass. Was? Oh, und was eine Parade. Alter, was eine Parade von Korva. Die war richtig stark. Geht auch direkt auf eine 7,3 hoch, der Junge. Yo. Frank. Ja, den hält er nicht. Den hält er nicht. Och, schade, ey. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen aufpassen. Schade, schade, Schokolade. Wer hat da den Fehler gemacht? Jelsch springt vorbei. Verdienen es auch vorne zu sein, 100%. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich da vorne rausnehmen wollen würde. Gomez mit der Ecke. Kriegt wieder den Rebound. Gomez... Auf Franks. Franks. Alter, an die Latte. Husun hat ihn noch. Der ist nochmal abgefälscht. Also ich glaube, das ist mal wieder ein Spiel, wo ich nicht früh wechsle. Weil eigentlich gefällt mir alles, was ich sehe. Ich will das halt nicht kaputt machen. Aber wir können, wenn halt, dann vorne wechseln. Ich glaube, wir nehmen mal Ferninho rein für Lauritzen. Dass wir die vorne noch ein bisschen unterstützen können. Husun hat sein Türchen gemacht. Deswegen Fofana auch mal für ihn. Dann bringen wir nochmal... Ryan Yates auf der Volante-Position und Nathaniel Brown für Gomez als die letzten zwei Wechsel in der 85. Und dann gehen wir, glaube ich, auch eher ein bisschen defensiver jetzt. Nimm das Pressing ein bisschen raus, weil warum sollten wir jetzt noch ein Risiko eingehen, wenn es nur noch 5 Minuten zu spielen sind? Ich würde den Dreier gerne mit über die Ziellinie nehmen. Das tun wir auch. 2:1 zu Hause gegen den FCA. Gute Arbeit von jedem hier. Schön. Ey, alles in allem finde ich eine sehr erfolgreiche Folge. Wir springen damit wieder auf die 7, auch wenn... Okay, komm, das gucken wir uns aber gerade noch an. Ich glaube, Wolfsburg hat noch 2 Spiele sogar mehr als wir oder weniger als wir. Husun trainiert wieder wie ein Verrückter. Sehr geil. Nürnberg kämpft um Tickets zur Conference League. Ja, das tun sie 9,5, Sergio Gomez, mal wieder. Geißle nimmt Max Mörstedt ins Auge. Also ihr könnt Gift draufnehmen, dass ihr den nie wieder bekommen werdet, ne? Also nicht in 10.000 Jahren. Kaufoption von 5,25 Millionen Euro. Das ist...
echt nichts für so einen Stürmer, der so krass gut trifft. Wir gucken jetzt nochmal gerade, wenn der Sonntag durch ist, wo wir dann in der Tabelle stehen, weil das will ich euch zum Abschluss der Folge noch mitgeben. So, und da sehen wir es auch, die abschließende Tabelle ist am Start. Ich weiß nicht, warum der Spieltag teilweise so zerstückelt ist. Also manche haben hier 15, manche 14, manche 13, obwohl eigentlich alle schon gespielt haben. Aber wir sind auf Tabellenplatz 8 mit 20 Punkten, also sind hier im Kampf um den Europa League oder den Europa Conference League Spot auf jeden Fall noch drin. Die Saison ist noch nicht ganz halb vorbei. In der nächsten Folge werden wir uns dann beschäftigen mit dem FC Bayern, unter anderem der TSG Hoffenheim. Und hier ist dann auch schon der Anfang der Januar-Transferphase. Das ist also auf der Agenda für Folge Nummer, ich weiß es gar nicht, ich habe den Überblick komplett verloren. Lasst sehr, sehr gerne einen Daumen da oder einen lieben Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.